Hallöchen, Hallöchen zusammen. So, wie versprochen, machen wir den Paraniden-Plot weiter. Ich bin schon am eigentlichen Ziel, also da, wo wir aufgehört hatten. In Anspruch des Pontifex. Und jetzt müssen wir erstmal die Mission aktivieren. Das war das nicht. Moment mal, klar, hier sind wir doch richtig, genau. Eine Angelegenheit von allergrößter Dringlichkeit. Okay, beschütze Krummhankezlats. Das war die letzte Mission. Genau, der war an der Apotheosis-Station oder in der Nähe und da sind wir ja abgehauen, weil das alles nicht so geklappt hat, wie wir uns das vorgestellt haben. Aha. Dann machen wir mal auf aktiv. Also hier sind doch tatsächlich zwei Schiffe. Zwei Plottschiffe, hier zum Beispiel Imposante Sühne. Die ist unzerstörbar. Und die kloppt hier, ja, munter, fleißig. Schiffe der Hopp kaputt. Finde ich super. Ist natürlich ein bisschen fies, weil die kann nicht zerstört werden. Das habe ich hier schon in den letzten Tagen öfter gesehen, dass die hier ein bisschen rumbasht. Ah, ich muss mal gucken. Hier überall kriegen die Schaden. Das kann ja nicht nur von Imposante Sühne sein. Und hier heulendes Blumenblatt. Ist genau das gleiche. Die ist auch unzerstörbar. Wenn die natürlich die Hopp hier bekämpfen, dann haben die Hopp keine Chance. Aber schön, so werden mal diese Riesenflotten hier mal ein bisschen dezimiert. Supi, Pegasus, Verteidiger. unbezwingbarer Geist. Aha. Also da haben die Entwickler tatsächlich mitgedacht. Diese Plottschiffe. Oh, was ist denn das? Aha. Unbezwingbar zu machen. So, muss man den Satz noch ausführen hier. Ich habe Nares verloren beim Kampf gegen eine Station. Und ich verliere noch eine Ares. Da ist er schon weg. Gut, das stört mich jetzt eher weniger. Aha, hier ist auch gleich. Hier kämpfen gleich zwei, das, ne? Die sind zu nah zusammen wahrscheinlich. Gut, die machen hier weiter die letzten Stationen weg. Es sind ja nur noch 2, 4, 6 hier unten. Und dann ist es halt noch. Ja, das bisschen. Das kann ja alles AFK weggemacht werden. Plim, plim. Ja. Wir fliegen weiter. Plup, plup. So, hier müssen wir viel Geld in der Hand nehmen im Plot, wie im. Halten Sie auf! Wie im Splitplot. Ihre Anwesenheit hier ist nicht erforderlich, Außenseiter. Das war eine überwältigende. Ernsthaft sterben? Nutzlose, dreieugige Narren! Ihr seid alle in meine Falle getappt! Legat Xanten Manket, beendet euren Angriff! Euer Tod wird dieser Farce ein Ende setzen. Die Reiche der Paraniden werden eines nach dem anderen fallen. Unsere Feinde wollten die Verhandlungen von Anfang an sabotieren. Mir deucht, wir müssen unsere Unstimmigkeiten für den Moment beiseite schieben und vergrößern. Die ketzerischen Kreaturen bedürfen unserer Aufmerksamkeit. Xanthemakets am Brücke, volle Kraft! Absolut unerwartet. Diese Paraniden scheinen ihre Worte wirklich wortwörtlich zu nehmen. Ich schlage eine neue Strategie vor. Assistent, überlassen Sie den knochigen Nörglern den Sieg. Ich kann nicht glauben, dass die wirklich auf Sie hören. Die wissen wirklich nichts mit dem Konzept der Übertreibung anzufangen. Nun, jetzt gibt es keinen Weg zurück mehr. Jeder hat seine Wahl getroffen. Sie müssen dies durchschauen.
Ja, wir haben unsere Wahl getroffen. Leider nicht die Wahl, die wir wollten. Aber gut. Ich kann es nicht fassen. Die verrückte Frau hat es wirklich getan. Die Paraniden kämpfen. Gemeinsam. Wissen Sie, wie lange es schon her ist, dass so etwas passiert ist? Diese ehrwürdige Argonin hat sich selbst geopfert, Dal. Das hat sie wohl. Damit gibt es nun hier wohl nichts mehr für Sie zu tun. Treffen Sie mich an unserem Hauptquartier. Wir können dann bereden, wie es weitergeht. Alles klar. Oh, Errungenschaft freigeschalten. Eine Angelegenheit von allergrößter Dringlichkeit. Gut, wir haben uns entschieden. Ah, schade. Eigentlich sollte im Universum der Krieg der Paraniden untereinander ein bisschen angefeuert werden. Das kann man ja mit diesem Plot schaffen. Aber wir haben das ja nicht hingekriegt. Ich hab's nicht hingekriegt. Das hat alles nicht so geklappt. Und im Nachhinein weiß ich nur, wie es hätte klappen sollen, aber ja gut, das war mir dann egal. Da gab's ja mal von Samira einen emotionalen Ausbruch. Och, scheiß. So, unser Ziel, das wir zerstören sollten, ist hier zerstört worden. Es wurde also auf zerstörbar umgestellt. Alles klärchen, da müssen wir jetzt auf jeden Fall erstmal aus dem Sektor raus. Der ist gruselig mit den ganzen Schiffen hier. Also von der Performance her. Hier möchte ich bitte keine Schlacht machen. Das muss nicht sein. Piu. Erreiche System, Frommer Nebel. So, dann kann das Schiff mal zip stehen bleiben. Aha, aha, aha. Gekämpft. Sehr schön, sehr schön. Wir sollen ins Hauptquartier. Machen wir doch glatt. Teleportation. Erreiche System. Profitabler Handel. Ist die Performance noch schlechter? Überglücklich und froh, dass Sie in einem Stück wiedergekommen sind, Assistent. Ja, aber nur durch Speichern und Laden. Ich bin ja öfter mal in der Luft geflogen. Wie geht's? Paranidischer Bürgerkrieg. Es ist schade um all die verlorenen Leben, aber Sie haben das Richtige getan. Unser Freund Kromankitzlat nutzt Grites letzte Intervention als Vorwand, um die Paraniden gegen angeblich wachsende fremde Aggressionen zu vereinen. Wenn seine kleine Bewegung weiter wächst, ist er vielleicht dazu in der Lage, die beiden Pontifices so stark zu beschäftigen, dass sie ihre Invasionspläne drosseln müssen. Seine Mediationsflotte wird sicherlich eine beträchtliche Eskorte benötigen, um sie gegen Dissidenten und fremde Saboteure zu verteidigen. Hier kommen wir ins Spiel. Alles klar. Also wie beim Splitplot. Schiffe liefern, Schiffe liefern, Schiffe liefern. Dann schauen wir mal, was wir liefern sollen. Ach, Herr Jemine. Okay, jetzt muss ich erstmal wieder, wie beim letzten Mal auch, Bildchen machen. Was ist denn hier los? Meine Kabellage hier. Sechs Odysseus und 18 Gorgos, das kriegen wir da hin. Das war ja... Ach, Nemesis auch noch. Das kriegen wir doch alles hin. Dauert natürlich ein bisschen, wa? Würde ich mal so behaupten. Okay, dann gehen wir erstmal hier raus. Hier ist ein bisschen schlechte Performance. Ja, Moment mal, wo, was? Da wollte ich hin.
Erreiche System, Forma Nebel. Wo muss ich überhaupt? So, die ist ja aktiv. Alles klar, die muss ich hier hinbringen. Na dann, fangen wir mal an. Fangen wir erstmal mit den großen Sachen an. Die brauchen hier ein bisschen. Plüpp und plüpp. Einen Zeus-Verteidiger. Also 6 Stück Bauschiffe. XL. Zeus-Verteidiger-Träger. Ach, einen. Davon nur einen. Ich wollte gerade sagen, warum soll ich denn 6 Trägerschiffe bauen? Gucken wir mal. XL Allround Antrieb MK1. Von der Baraniden. Wir haben ja alles. Alles da. XL Schildgenerator der Baraniden. Das ist aber... Ach so, hier ist es ja eigentlich egal, aber wir machen M Schildgenerator MK2. Allround Schubdüsen MK3. Das war klar. Oh, teuer. Die sind richtig teuer. So, Paranidenschild. Dann brauchen wir Pulsgeschütze. Oh, das ist ja ein Spaß hier. Wir machen erstmal die Schilde hier. Können wir schön innen mal durchklickern hier. Ja, Schilde. Flimp, flimp. So, und dann Paraniden-Impulsgeschütz. Paraniden, Pulsgeschütz MK1. Also das muss ja ganz genau sein. Ansonsten gibt es Problemchen. Paraniden. Puls. Wieder hoch. Sind Pulsgeschütz. Pulsgeschütz. Das ist eine Bastelei. Pulsgeschütz. Filter wäre halt schön, ja. Pulsgeschütz. Oder dass man hier so einen Button hätte für die Mission ausrüsten, ja. Das wäre natürlich auch richtig cool. Aber gut, wir wollen auch ein bisschen was selber machen. Impulsgeschütz. Das ist bestimmt doch L. Puls. So, jetzt haben wir L. Was will denn L? Jetzt ist das ja. Da. Auch Plasma. Ja, so hätte ich es dann auch gemacht. L Plasma. Zack. Und Paranid Plasma. Flip. Sehr schön. Der Rest ist ja eigentlich egal. Ich mache aber wie immer alles ordentlich hier. So. Kriegt er von mir aus noch 2 Frachtdrohnen? Nee. 2 Frachtdrohnen ist okay. Mehr kriegt er nicht. Captain und... Steht ja nicht da, dass ich irgendwas... Nö. Flip und bestätigen. Bauschiffe. L. So, jetzt können wir die Odi bauen. Odi, Odysseus. Welche wollte er denn haben? Odysseus Angreifer. Flimm. Moment, ich muss mal hier umschalten. Plim, plim. Allround Antrieb MK1. Mit paranidischen Schilden.
Ja, da brauche ich ja nicht gucken. Die wollen immer das Teuerste. Paranit, Paranit. Paranit. MK2-Schilde. Hauptbatterie, ist ja klar. Und die Schütze. Oh, ich sehe das. Huiuiuiui. Wir machen erstmal. Ne, machen wir nicht. Pulsgeschütz und Plasma. Ja. Das Übliche. Also Puls, Paraniden. Die kloppen sich da draußen. Sehr schön. Plasma. Gut, das hier dauert natürlich ein bisschen länger, wenn man alles hat, weil man muss ja erstmal alles raussuchen. Nein, nicht Plasma, Puls. Ich habe doch eben bestimmt auch das Falsche gemacht. Ja. Was ist los mit mir? Puls. 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 Ach, das ist L, das braucht Plasma. 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 Impuls, Impuls. Impuls, hier fehlen noch Schilde. Impuls. Impuls, Impuls. Ja. Haben wir gleich. Ha, gleich haben wir es, gleich haben wir es. Pulsenergie. Und Schnapp, Schnapp. Ah, nochmal L. Nochmal L. Plasma. Genau, das ist M. Okay. M und M's. So, die kriegen Oma 2 Frachtraum. Wir sind ja mal nicht so. Aber Servicemannschaften kriegen die nur 10. Menge 6 Stück. Bumm. So, gucken wir. Hier baue ich schon lange gar nichts mehr. Hier handeln halt nur ein paar Händler. Deswegen ist hier alles voll. Alles gut gefüllt. Sehr schön. Aber dennoch habe ich ja, für knappe 50 Millionen Gewinn hier schon wieder drauf. Können wir mal abschöpfen. So, dann weiter. Gorgo. Gorgo. Zack. Baue Schiffe. Sicherlich Gorgo-Angreifer? Nee, Gorgo-Verteidiger wollen sie haben. Aha. Gorgo-Verteidiger, Gefechtsantrieb. Paranit M, Gefechtsantrieb MK3. Paranit, Gefechts MK3. Gefechtsschubdüsen MK3. Das wären sicherlich Paraniden MK2-Schilde. Aber nochmal gecheckt. Panin-M, Schildgenerator MK2. Alles klaro. Waffen hättet ihr gerne. Pulsgeschütze. Alles klar. Pa-M-Puls. Ach nee, Geschütze. Nee, das wollen wir nicht. Plasmakanone MK2. Aha. Na dann, Christe. Plasmakanone. Und das war jetzt Pulsgeschütz MK1 der Paraniden. Puls. 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 Die muss ich ja später auch wieder bekämpfen, die Schiffe. Ja, die kriegen ja nichts. Die kriegen noch einen Captain und
einen Co-Piloten. 18 Stück. 18 Stück. Und bestätigen. Und jetzt kommen noch 9 Nemesis. Baue Schiffe. Nemesis Angreifer. Genau. So, die wollen sicherlich Gefechtsantrieb MK3. Genau. Und Gefechtsschubdüsen MK3. Dann Paraschilde. Paranoide Schilde. Pulslaser. Wo ist er? Da. Pulslaser MK2. Sitz. Geschütze. Geschütze. Paranidenpuls. Oh, Puls. Puls. Genau. So. Passt. Dann wird doch schon mal alles gebaut hier. Nach und nach. Oh, wie viel wollt ihr? 9. 9 Stück. Bestätigen. Okidoki. Werft 1. Schiffe im Bau. Tja. Ha. Gut, das wird eine Weile dauern, bis die fertig sind. Das ist schon wieder Freibeuter. Die werden doch schon wieder... Ah, nervig. Nervig. So, hier scheint ja... Oh, hier scheint ja doch was los zu sein. Sehr schön. Aha. Hopp ist einmarschiert. Ist ja interessant. Mit Unterstützungsschiff. Aha, aha, aha. Hier sind doch alles Hopfabriken hier. Das ist ja auch heftig. Die haben hier so viele Fabriken gebaut. Hier, das ist ja alles Hopp. Und wir sind hier im Paar-Gebiet. Da ist auch nochmal Hopp gewesen. Nee, andersrum. Ah, bin ich jetzt doof? Na klar, hier ist Hopp. Und die sind hier rüber. Genau, so. Ha. Aha, die patrouillieren höchstwahrscheinlich. Dann patrouillieren die hier auch. Paar Oddi. Ja gut, bei dem, was hier so rumfliegt, ja. Können die nicht viel dagegen setzen. Die bauen ja irgendwie keine Schiffe. Warum eigentlich? Bei mir gibt es keine. Oh, Feldspulen fehlen. Die können nichts bauen. Hier fehlt, ja, die können nichts bauen. Dann sollte ich Paar vielleicht mal freigeben, oder? Damit die Schiffe bauen können, um überhaupt etwas tun zu können. Dann könnte ich die ein bisschen unterstützen und ohne Fett. Oh, was ist denn hier los? Unter Beschuss, die Raptor. Wie bitte? Was? Die werden beschossen. Die Raptor ist doch wohl nicht alleine zu einer Fabrik geflogen. Hier. Das Schild ist ja fast weg. Frechheit. Aha, aha, aha. Ja, 5 Ares habe ich schon wieder verloren. Aber gut, ich gebe denen zu viele Befehle hintereinander. So. Die haben ja jetzt hier die 3 Fabriken weggehauen, die und die jetzt noch. Und irgendwann müssen die sich aber auch mal kurz ein bisschen erholen. Man sieht ja schon, hier ist Schild weg, da ist Schild weg, da ist Schild weg, da. Die Hightech-Fabrik ist gut verteidigt. Aha, aha, aha. Hülle 91%.
Ja gut, die hat auch nur 110.000 Schilder, die wurde ja nicht gepimpt. Die Raptor. So wie die anderen Klapperschlangen hier auch nicht. Hallo? Was macht das Unterstützungsschiff hier hinten? Das erkundet ein bisschen die Weiten des Alls. Gut, die Station ist gleich weg, dann können die erstmal in Ruhe, ganz in Ruhe, ganz in Ruhe reparieren und dann ist alles schick. Machen keinen Stress hier, hier ist ja auch nicht mehr. Das ist noch meine Station. Die war aber mal mittig. Stimmt, der Sektor hat sich ja jetzt verkleinert. Hat sich ja jetzt verkleinert, weil ja da nichts mehr ist. So, ich mach mal mit die. Was soll man Pick machen hier? Die will ich weghaben. Möchte hier keine roten Punkte. So. Sehr schön. Ist das erledigt? Ist natürlich interessant. Ich habe ja hier Schiffe drauf, die werden ja nicht runtergeschickt, wenn man feindlich ist. Also müsste man eine Fraktion positiv haben, dann die Schiffe landen lassen, überall, und dann kann man nämlich rein teleportieren, theoretisch. Ja. Und dann bin ich auf einer feindlichen Station. Dann kann ich zum Beispiel hacken. Theoretisch. Eieieiei. Grundlagenseminar. Aber nichts Besonderes. Okay. Aber schön, dass die sich hier kloppen. Das Problem ist tatsächlich, vermute ich jetzt mal, dass Paar einfach nichts hat. Oder nicht genügend. Das ist natürlich sehr ärgerlich, ich glaube. Na, wie sieht denn das hier eigentlich aus in den Werften, wo ich freigegeben habe? Also hier nicht. Das dauert ja alles noch. Ne? Zu. So. Werft 2. Das ist der große. Nee, das ist in Knochengrab, genau. Schiffbau Ratz. Hier dürfen nur die Züglerinnen bauen. Die haben auch gut gebaut. Oh, 500 Millionen wieder verdient. Na, die nehmen wir gleich mal mit. Und wir haben im großen Werftkomplex. Oh, auch wieder. Schön Geld. Hier genauso Ratz. Vielleicht sollte ich das hier mal ändern. Genau, weil Werften, das ist nämlich. Das ist nämlich genau die hier. Ja, ich werde genau das tun. Ich werde für beide was Spezielles basteln. So, Schiffbau Ratz und Schiffbau Paar. So, für Sale of Ships. Restrict. So, ich selber verbiete mich, genau. Jutta, wenn die Xenon. Das ist natürlich Quatsch. Könnt ihr rausnehmen, die können hier sowieso nichts bauen, ja. So, hier darf jetzt nur Paar bauen. Safe Trade Rule. Schiffe bauen. So, zip, 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 zip. Dann gehen wir mal auf Werften, Einstellungen und wo war das hier? Schiffbau Paar. Genau. Dann können wir gleich mal gucken, ob da was passiert. Es passiert was. Oder auch nicht. Das ist hier, glaube ich, noch. Das ist hier irgendwie mal hängen geblieben.
Gut, es kann jetzt einen Moment dauern, bis sie das checken, dass sie es dürfen. Na gut, vielleicht wollen sie auch keine Schiffe bauen. Das kann ja auch sein. Ha? Und du sollst sie bauen. Na, solange ich sie noch nicht ausgelöscht habe, solange können sie ja erstmal bauen. Und mir schnöden Mammon geben, den ich hier ausheben muss. Ah, das hier ist der Hammer, oder? Kein GKS der Xenon da. Nur ein Heuschreckenschwarm. Cool. Ja, von so einem Schwarm wurde ich auch mal gejagt. Ich saß in meiner Klapperschlange und dachte mir nur, oh mein Gott, ich muss hier weg. Ich muss hier ganz schnell weg. Ich habe damit nichts zu tun. Ich bin doch friedlich. Nee, da kann man definitiv, wenn man Insektor mit der Klapperschlange ist, kann man nichts machen. Da kann man einfach nichts machen. Man kann nur raus teleportieren. Ich bin auch flugtechnisch von der Geschwindigkeit her nicht weggekommen. Irgendwann haben sie meine Antriebe zerschossen. Also wenn so ein Schwarm kommt, so schnell wie möglich weg. Oder halt rausspringen. Die Geschütze, die schaffen es einfach nicht. Die können sich nicht mehr entscheiden. Die schießen halt irgendwo hin. Bei der Masse. Wenn man aber out of sector ist, dann dauert es keine 30 Sekunden. Da hat die Klapperschlange das hier alles zerlegt, ja. Ohne Probleme. Das ist halt der große Unterschied zu Insektor und Out of Sektor. Insektor ist dann wieder so ein GKS, Xenon K, einfacher zu erledigen. Und I. Also für mich jetzt. Mit der Übung. Mit der Übung. Gut, denn müssen wir jetzt echt warten, ne? Wir müssen jetzt tatsächlich warten. Der Zerstörer der Paraniden wurde schneller gebaut als meine Bestellung. Ui, wo? Ach, Tarkas Zusammenbruch. Tarkas Zusammenbruch 15. Da kommt sowieso nichts durch. Xenon K. Kannst du dir gerne mal versuchen. Aber es wird nichts bringen. Sehr schön. Die Wall of Destruction hält. Immer noch FAFs. So, jetzt wird hier nicht mehr gekämpft. Hopp, hopp. Ja, die Party sollten sich erstmal eine Flotte zusammenbauen. Mit meiner Hilfe und dann die angreifen. Und dann hat nämlich Hopp auch wieder irgendwann Bedarf. Die haben sich so voll gesaugt mit Schiffen. Da müssen wir erstmal dem Feind helfen. Informationen will ich gar nicht haben. Die bauen tatsächlich nur ein einziges Schiff. Aha. Also die freien Familien, wo ich die wieder freigegeben hatte, nachdem wir alles erobert hatten. Da war hier eine Liste, das war ja Wahnsinn. Und glaube ich 20 Bauaufträge für Schiffe. Aber der Spielstand ist ja nun schon ein paar Ingame-Tage alt. Hier sieht man, welche gebaut werden. Und da weiß man natürlich immer nicht, sind irgendwelche Skripte kaputt gegangen? Das wissen wir ja. Das wissen wir ja nicht. Gerade mit den Werften ist das wirklich so eine Sache. Und das ist ja die Grundlage vom ganzen Spiel. Hier ist alles voll. Könnte bedeuten, dass hier auch wieder alles kaputt ist. Nicht funktioniert. Na komm, Schiffswerft. Nö, die wollen einfach nur nicht. Okay. Okay, dann ist alles gut. Dann ist alles gut. Ich wollte... Genau, ich wollte dahin. So, Werft 1. Na, war doch fast fertig. Gut, 16 Minuten hier noch. 17 Minuten, dann sind die Odys fertig. Die Zeus, die ist auch gleich fertig. Und die Kleinschiffe, die sind ja alle schon... Die sind alle schon fertig. Alles klar, dann machen wir mal einen kleinen Cut kurz. Ich überspringe das mal, dann sehen wir uns gleich
wieder. So, da sind wir wieder. Schiffe sind alle fertig. Die letzten zwei Oddis müssen jetzt erstmal in dem Bereich hier fliegen, das getriggert wird. Die docken gerade ab. Ja, das ist dann die allerletzte, auf die warten wir. Die Ende fliegt hier schon rein. Die hat schon den Befehl, dem Zeus zu folgen. Oder der Zeus. Und dann geht das gleich weiter. Sollen wir ein bisschen vorspulen hier? Ich fliege ja beim Abdocken immer sonst wohin. So, schauen wir mal. Also 33 haben wir schon. Schiffe am Ablieferungsort. Oh, diplomatische Eskorte. Oh, ich würde so gerne Krieg führen. Ich ärgere mich immer noch ein bisschen, dass das nicht funktioniert hat und dass wir jetzt diesen friedlichen Weg einschlagen müssen. Aber warum muss ich da eine Flotte bauen? Ha! Flottentransfer akzeptieren. Na, aber sowas von. Zwei. Flip. So, jetzt kommt wieder erwarte. Na denn, erwartet mal. So. Da ist die Flotte weg. RDD. Aha. Ruf der Dreidimensionalität oder wie? Das ist schon wieder eine neue Fraktion hier. Ein Haufen Fraktionen. Und ich mit dem Mank. So, erwarte. Na, ich erwarte. Ah, das da sollte reichen. Kromankezlat wird begierig sein, seine Kampagne endlich ernsthaft zu beginnen. Ich habe jedoch Berichte über einen hochrangigen Würdenträger erhalten, der nicht davon abzubringen ist, selbst gegen die Idee einer solchen Mediation vorzugehen. Ich fürchte, hier muss ein letztes Mal Gewalt angewendet werden. Ein letztes Mal. Haha. Töte Captain Bankett. Ab zum Bankett. Der ist da hinten. Autopilot eingeschaltet. Autopilot. Ich will kein Autopilot. Ich hab doch. Speedy Gonzales hier. Ich wollte doch eigentlich hier mit Reiseantrieb, genau. Selber fliegen. Ich soll hier irgendwo im Segador sein. Hier vorne. Da. Pegasus, Angreifer. Stoppen wir mal. Ja. Ehre des Xar. Glückselige Entrüstung. Das fromme Theorem. Triumphierender Hierophant. Paladin der Einstimmigkeit. Schön. Imposante Sühne. Die haben da echt schöne Namen. Aegis des Glanzes. Ich soll den platt machen. Die Flotte muss ich ja nicht unbedingt zerstören. Oha. So, jetzt ist natürlich die Frage, wo wollen die hin? Vielleicht bekämpfen die auch. Ich bleib mal auf Abstand. Ich schau mal, wohin die alle hin? Nö, die machen weiter. Irgendwo hin. RDD. Ich speichere mal. Nö, wisst ihr was? Was? Okay, es abgehauen. Es abgehauen. Auch nicht schlecht. Und hat seine Flotte hier gelassen, oder was? Die kommen ja nicht hinterher. Ach, ist das schön. Gut, es ist ja nur ein S-Schiff, also theoretisch einfach mal voll draufholzen, dann ist das Thema erledigt und die Flotte wird dann wahrscheinlich rot, aber man kann ja Hit and Run. Aber das machen wir morgen. Den holen wir uns morgen. Heute waren wir fleißig, wir haben die Paranidenflotte geliefert. Ich bin mal gespannt, ob die genauso sinnfrei ist wie die aus dem Splitplot.
dass man einfach nur Milliarden, ja, puh, Fenster auf, raus mit dem Geld. Raus, ich bin allergisch gegen Geld, weg damit. So ungefähr spielt sich das hier. 6,8 Milliarden habe ich, gut, das stört mich jetzt nicht weiter. Alles klar, Leute, dann, ja, lass mal ein paar Kommentare da. Und, ja, kennt sich jemand mit dem Paraniden-Plot aus? Kann ich da eventuell doch noch eine Wendung herbeirufen? Oder war diese eine Entscheidung mit Apotheosis wirklich fix und jetzt habe ich Pech gehabt? Ich glaube, man konnte sich doch bei Split mehrmals entscheiden. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ja, das wäre zumindest cool. Ansonsten müssen sie halt alle ausgelöscht werden. Das macht auch Spaß. Fanatiker zu vernichten. Ja, ja, super. Ein Hobby von mir. Gut, Leute, dann ja, viel Spaß noch und bis morgen.